Erinnerungen, die auch in diesem Buch stattfinden, ein bisschen zu erzählen. Ich darf Burle zum Heinz Maritschek sagen, weil sonst es wäre schwer für mich, Herr Maritschek zu sagen. Und für mich ist er der Burle. Der Burle ist einer meiner Ältesten und Liebsten, wenn nicht der Älteste und Liebste. Das kann ich aber nicht sagen, weil der andere Älteste und Liebste Freund in der zweiten Reihe hier sitzt. Das ist Michael Schottenberg. Begrüßen Sie ihn auch mit einem Applaus. Mann des Theaters, das wissen wir alles, aber vor allem, und ich darf für den Amalthea Verlag jetzt auch ein bisschen die Werbetrommel rühren, er hat vor kurzem sein erstes, ein wunderbares Reisebuch hier veröffentlicht. Er war in Vietnam und wie er schreibt, wie plastisch er die Geschichten aus diesem fernen Land Vietnam, das uns immer näher kommt, ganz Asien kommt uns immer näher, wie er das macht, ist wirklich großartig. Und er ist diese beiden Herren, nur damit wir da was Persönliches auch einbringen, diese beiden Herren, der Herr Maritschek und der Herr Schottenberg, sind meine liebsten und längst langjährigsten und engsten Freunde. Bravo. Ja, das ist einen Applaus wert. Burle, 1968 hat an der Wiener Volksoper die deutschsprachige Westside-Story Aufführung stattgefunden. Vorher hat es 1200 Vorsingern in Amerika und Europa gegeben. Eine Woche vor der Premiere kam Leonard Bernstein nach Wien. Es war ein gigantischer Erfolg. Mehr als 20 Minuten Applaus. Julia Migenes, mit einem unvergleichlichen Timbre, mit temperamentvollen Tänzen, und Heinz Maritschek in einer kleineren Rolle, sie hat die Hauptrolle gespielt. Kleiner, kleiner als die Maria. Ne? Ja. Du hast den Action gespielt. Du hast den Action gespielt. Und jetzt erzähl uns kurz, es war ja nicht nur für dein Privatleben eine entscheidende Sache, weil du immerhin mit der Julie dann recht gut warst, wenn du das erzählen kannst, bitte. Nein, war nicht die schönste Produktion meines Lebens überhaupt, weil etwas passiert ist. Es ist dem Marcel Pravi, der zum Bernstein so der Johannes von Bernstein war. Also es gibt, glaube ich, gab keinen Menschen, der den Bernstein so verfallen war, geliebt hat wie der Marcel Pravi und mit vollem Recht. Und dann kam der Bernstein so eine Woche vorher und hat alle Menschen umarmt und gesagt, wie gut sie eh schon sind. Aber es gäbe vielleicht doch die eine oder andere Sache, die man noch ein bisschen besser machen könnte. Und hat mit einer so unglaublich charismatischen, liebevollen, charmanten, intelligenten Art und Weise diese Produktion in der letzten Woche beflügelt, die nicht beschreibbar ist. Also und er kam auf die Bühne und es ist so, als ob, ich weiß nicht, als ob 18 Scheinwerfer aufgegangen wären, weil er diese unglaubliche Qualität in sich hatte und so von einer Leidenschaft und von einer zerplatzenden Begabung war die und unbeschreiblich. Also es war wirklich eine der schönsten Produktionen, wenn nicht überhaupt die schönste. Und es kam noch dazu, dass alle diese Menschen, die aus allen Teilen der Welt kamen, so eine West Side Story Familie gebildet haben. Toll. Ihr habt ja auch dann intensive mit dieser Familie Touren durch das nächtliche Wien gemacht. Das kann man auch in diesem Buch nachlesen. Leonard Bernstein hat 100 Zigaretten regelmäßig pro Tag geraucht, hat viel Whisky getrunken, Ballantines, also Scotch. Das heißt, ihr zwei seid euch nie in die Quere gekommen, weil du immer Bourbon getrunken hast, kann man sagen. Ne? Und du hast erzählt, diese Geschichte, die auch in dem Buch ist, dass er sich einmal nach dem rituellen Verabschiedungskuss nach der Disco in der Nacht mit einem Satz, der wunderbar ist, von dir verabschiedet hat. Es war im Atrium. Man muss überhaupt sagen, es sind ja die Tänzer,
wahrscheinlich die merkwürdigsten Genossen unserer Zunft. Die haben am Morgen 3 Stunden geprobt. Dann war die Vorstellung, wo sie 2 Stunden getanzt haben. Und nach jeder Vorstellung wollten die Tänzer tanzen. Und haben die Julia und mich immer mitgenommen. Und ins Atrium. Und der Bernstein war auch immer dabei. Und hat das so geliebt, wenn die jungen Menschen getanzt haben. Und hat sich dort irrsinnig wohl gefühlt. Und eines Abends so beim Verabschieden, also Heinz, how old are you? Wahrheitsgemäß gesagt, 23. That's younger than I ever was. God bless you. Christa Ludwig, Kammersängerin Christa Ludwig, gnädige Frau. Sie waren Leonard Bernsteins Lieblingssängerin. Ich kenne einen Brief, der bei Ihnen in Klosterneuenburg hängt, aus dem Jahr 1990, aus dem Todesjahr von Leonard Bernstein. Und die letzte Zeile ist: She is simply the best and the best of all possible human beings. Also mehr geht nicht, glaube ich. Ne? Ich muss sagen, ich habe ihn wirklich geliebt, von ferne natürlich. Er war ein Mensch, der keine Grenzen kannte, weder nach oben noch nach unten noch nach rechts noch nach links, aber Gott sei Dank, dass auch in der Musik, was er mir beibrachte. Also ich hatte 3 große Dirigenten, sage ich immer, der alte Böhm brachte mir die Akkuratesse bei, dass einen den Notenwert richtig hält und die Pausen und so weiter. Dann kam Karajan, der brachte mir die Schönheit der Phrasierung bei, die Ästhetik in der Musik. Und dann war ich so ungefähr 40 oder 41 Jahre, da kam der Bernstein an und der brachte mir bei die Tiefe der Musik, was natürlich das Wichtigste war von allem. Und ich habe ihn wirklich, also ich könnte sagen, geliebt, also ja. Ja, ich habe sogar von ihm ein Erbe bekommen. Leider wurde es mir gestohlen, und zwar eine Bernsteinkette, eine antike, die nicht durchsichtig war, die er oft getragen hat. Und mir ist die gestohlen worden an der Côte d'Azur, da wird ja nur geklaut, also die ist weg. Aber auf der anderen Seite habe ich etwas erlebt, was sicher noch kein Mensch von Ihnen erlebt hat. Das war eine Einladung bei der Deutschen Grammophon in Paris, und ich kam zu spät. Und alle haben sie schon gegessen und es stank ein bisschen nach Fisch, also es war so Lachs oder sowas, haben sie gegessen. Und der Bernstein sieht mich, dass ich reinkomme, und er stürzt zu mir her mit einem vollen Mund und gibt mir einen Kuss, wie immer, das ist ja immer ein Zungenkuss gewesen, nicht wahr? Und füttert mich wie einen Vogel mit seinem Lachs. Ja, und ich muss sagen, ich war so erstaunt, ich habe es runtergeschluckt und es war weg. Wie hat er geschmeckt, der Lachs? Ganz normal, ich war so erstaunt und ich habe es runtergeschluckt und habe mich nicht geekelt, weil es kam von Bernstein. Ja, und hat natürlich die ganze Welt umarmt und die Musik umarmt, und ich meine, dass er gehüpft ist. Und was ihm die Feinde also angekreidet haben, weil Karajan war ja der Gottvater, der machte die Augen zu und ganz wenig Bewegungen, besonders im Alter. Meine Mutter kannte ihn noch, wie er 27 Jahre alt war, da ist er genauso gehüpft. Also. Und er war auf jeder Probe der gleiche, er war immer derselbe Mann. Also er spielte nicht fürs Publikum, also verrückter, sag ich mal. Aber ob das heutzutage noch ankäme, ist die große Frage. Die Musik, die er macht, kommt an. Aber wenn er sich so bewegt heutzutage, das weiß ich nicht, ob das noch so ankommt. Otti, was glaubst du? Also ich will jetzt einmal einen Sprung machen. Wir reden alle über Bernstein. Ich möchte über dein Buch reden. Ich habe dieses Buch in einem durchgelesen. Eine Nacht hindurch gelesen. Und ich habe noch nie
ich kannte ihn ja in seiner vollen Lebendigkeit, mit allen seinen Finessen und Wahnsinnen, und seiner Genialität. Ich habe noch nie ein Buch gelesen, das derart packend jemanden schildert, der einem, den man kennt, und den du ja nicht gekannt haben kannst. Oh ja, ich habe ihn gekannt. Nee, aber nicht wirklich. Peripher, also. Ja, aber nicht so genau, nein, wie natürlich. Du da schreibst. Nein, nein. Von allen Seiten, hinten und vorn. Von, mit allen Unarten und Arten, ja. Und mit seiner ganzen Genialität. Also wer Bernstein nicht kennt, mit diesem Buch wird er befreundet oder begeistert von ihm. Das muss ich jetzt einmal. Damit man nicht nur von Bernstein reden, sondern von diesem unbeschreiblichen Buch, das ich gelesen habe und verschlungen habe. Und noch dazu ist die ganze Zeit eingefangen. Man lernt kennen, was geschehen ist, was passiert ist, was dem armen Bernstein passiert ist, von Kindheit an bis ins hohe Alter. Von seinen Misserfolgen und Erfolgen, von allen Schwierigkeiten, die er gehabt hat. Also ich habe so ein Buch schon lange nicht gelesen. Danke, Otti, danke. Danke. Du hast jetzt kannst du mich über Bernstein. Ich warte ein bisschen, weil dann wirkt das nach. Ja, nein, nein. Wir kennen schon. Deine erste gemeinsame Arbeit war Fidelio im Theater an der Wien 1970, ist nein. Das richtig? Ist schon falsch. Steht anders steht im Buch. Anders. Anders richtig im Buch. Rosenkavalier. Rosenkavalier, ja. Du hast immer gesagt, es ist etwas Überirdisches an ihm, es ist etwas Dämonisches an ihm. Ja. Wie kann man das erklären, verstehen? Naja, die Worte sind immer so hochtrabend. Aber bei ihm war das ja praktisch, war ja das alles vorhanden, so wie wenn man ein Stück Brot isst. So war er genial. Er hat es einfach in die Höhe gesprungen, wenn er irgendeine Note es verlangt hat in ihm. Er ist übrigens nicht in der Höhe gesprungen in der Probe. Da war er ganz exakt, er konnte ganz exakt sein, ganz, ganz deutlich sein. Er war ein fabelhafter Dirigent, abgesehen vom Genie. Das wird ja immer wieder, auch seine Kritiker, die Bösartigen, haben das übersehen, was der alles technisch konnte, was er technisch gehört hat, wie er hineingehört hat, wie er zwischengehört hat. Und er dieses Zwischen vermitteln konnte. Und immer mit einer Laune, immer mit einer guten oder auch manchmal bösartig schlechten Laune. Auch das hat man an ihm geliebt, wenn er so göttlich unzufrieden war. So gelitten hat unter den Philharmonikern, gelitten unter der Oper, gelitten unter Wien, gelitten unter den Anhängern. Er war so ununter. Kämpf gegen die Malerresistenz. Es hat ja bei den Wiener Philharmonikern, wie er begonnen hat, Maler mit ihnen zu machen, einen Musiker gegeben, der plötzlich gerufen hat, scheiß Maler. Er hat sich aber dann ein anderes Bild vom Maler gemacht, weil Bernstein ihn davon überzeugen konnte, was das für eine überirdische Musik ist. Ja, man soll diese Zwischenrufe und diese nicht so ernst nehmen beim Theater, sagt man oft Scheiß. Ja. Darf ich noch was zum Rosenkavalier sagen? Unsere Sprüche sind gesegnet mit dem Segen der Widerruflichkeit, wie das schon der Hofmannsthal sagt. Ja, ich wollte noch nein, nicht dem Rosenkavalier. Nein, ich wollte nur noch was zum Rosenkavalier sagen, weil da haben wir ja zusammengearbeitet. Und das war nämlich eine ganz sonderbare Sache. Also das süße Wiener Mädel, die Sophie, sang also eine Dunkelhäutige, die regrist. Die Marschallin, das war ich war ein Mezzosopran und kein Sopran. Die Gwyneth Jones war der Rosenkavalier, die war eigentlich eine Brünnhilde. Und der einzige Wiener war der Walter Berry als Ochs und der war kein Bass.
Und alles das hat der Burns.